Der Sommerflieder oder auch Schmetterlingsstrauch gehört in die Gattung der Buddleia zu der Art Davidii, gehören zu der Familie Scopulariaceae, dem Braunfußgewächsen, in der Ordnung der Lamiales, den Lippenblüterartigen. Dessen Klasse ist Magnoliapsida aus der Gruppe der Eudicotyledonen. Der Sommerflieder ist kurzlebig, sie vergreisen schon nach 2 Jahrzehnten, also nach 20 Jahren. Weltweit gibt es 100 Arten dieser Gattung und stammen ursprünglich aus Ostasien, genauer genommen aus den südwestlichen Chinas und aus Tibet. Vorab gilt: Alle genannten Angaben beziehen sich allgemein auf die Buddleia Davidii. Jede Buddleia Davidii ist individuell und jede Buddleia Davidii sieht nicht aus wie die andere. Auch sind die jeweiligen Standortbedingungen unterschiedlich gegeben. Somit können alle Angaben von Buddleia Davidii zu Buddleia Davidii variieren. Die Buddleia ist laut Bruns-Katalog ein Strauch mit trichterförmig aufrechten Hauptästen und ausgebreiteten, leicht überhängenden Seitenzweigen. Zudem ist sie auch ein Neophyt, das heißt, dass diese Pflanze sich in Gebieten ansiedeln, in denen sie zuvor nicht heimisch waren. Zunächst ist der Wuchs aufrecht mit anschließendem trichterförmigem Wuchs, die im oberen Drittel bogig ausladend sind mit überhängenden Seitentrieben. Die Buddleia ist rasch wachsend mit einem Jahreszuwachs von 30 cm bis 2 Metern. Dementsprechend kann die Buddleia innerhalb eines Jahres eine Höhe von 2 Meter erreichen. Somit erreicht sie schnell Höhen von 1 bis 5 Metern und eine Breite von 2 bis 5 Metern. Die Krone ist mit dünner Röhre und vierzipfligen, flach ausbreitetem Saum. Die Hauptäste sind trichterförmig aufrecht, die Seitenäste sind ausgebreitet und leicht überhängend. Die Borke ist hellbraun und die Borke der Triebe grau behaart. Ein besseres Ausreifen des Holzes erfolgt durch trockene und nährstoffarme Böden. Das Blatt der Sommerflieder ist dunkelgrün oder stumpfgrün, unterseits eher silbergrau und feingrau filzig. Sie ist zwar sommergrün, doch weisen sie keine Herbstfärbung auf. Sie sind 10 bis 20 cm lang und ergeben damit eine lanzettliche und eilanzettliche Form mit einem gesägten Rand. Sie sind gegenständig angeordnet. Bei der Blüte handelt es sich um eine endständige, dichtblütige Rispe. Die vielen Sorten sind hybriden Ursprungs und müssen somit auch eigenständig eingeordnet werden, mit vielen verschiedenen Farben. Doch die Davidii blüht in den Farben Flieder oder Violett zwischen Juni bis zum ersten Frost. Die jeweiligen Rispen erreichen Längen zwischen 15 cm und sogar bis über 30 cm. Die dichten, vielblütigen Rispen stehen einzeln am einjährigen Holz, am Ende des Zweiges, an dem sie bogig übergeneigt sind. Als Schnittblume sind sie gut geeignet. Wer die verblühten Rispen rechtzeitig entfernt, kann sich an einer Nachblüte erfreuen und erspart der Pflanze an Kraft der zu produzierenden Samen. Die Buddleia ist duftend, sogar stark duftend. Der Duft ist intensiv, etwas herb, herbwürzig. Es soll ein Duft nach Honig sein. Sie dient Bienen, Hummeln und anderen Insekten als Nahrungsquelle. Sie ist nektarreich und ist für Schmetterlinge attraktiv. Die Buddleia bildet sogar Früchte aus. Es sind Kapselfrüchte, die etwa 2 bis 9 mm lang werden. Es sind spaltförmige Ballonflieger und werden vom Wind verbreitet. In der Frucht werden bis zu 3 Millionen Samen ausgebildet, jährlich. Die Samen bleiben viele Jahre keimfähig und neigen dementsprechend stark zur Versamung. Vermehrt wird die Sommerflieder durch Stecklinge bzw. Steckhölzer.
Bei der Selbstaussaat benötigt die Keimung offenen Boden. Sorten sind bei der Selbstaussaat dann nicht mehr sortenecht und blühen dann auch nur in Lila. Die Sommerflieder ist ein Flachwurzler, der fleischig und ausgebreitet ist, zudem auch noch oberflächennah. Die Wurzeln ist ausläufertreibend und dadurch auch noch zusätzlich verbreitend wird. Die Sommerflieder ist licht- und wärmeliebend. Das sollte bei der Wahl des Standortes bedacht und berücksichtigt werden. Es sollte sonnig und heiß bis mäßig warm sein. Vor allem wärmebegünstigte Standorte auch im Winter. Im Schatten und bei Staunasse kümmert die Schmetterlingsflieder. Ein normaler Boden reicht vollkommen aus, bevorzugt ist aber ein lehmiger Sand- bis humoser Lehmboden, der auch noch trocken bis frisch ist, gedeiht auch noch prächtig im trockenen Boden, aber nicht auf Staunässe. Die Baudelaire ist kalktolerant, so kann der Boden sauer bis stark alkalisch oder stark kalkhaltig sein. Sie versagt nicht auf kalkhaltigen Standorten. Zudem muss der Boden gut durchlässig sein. Bei mäßig nährstoffreich bis nährstoffarmen Böden. Bis minus 17 Grad Celsius ist die Sommerflieder frost- und winterhart. Trotzdem friert sie oft im kalten Winter weit zurück. Treibt im Nachhinein jedoch wieder aus, sogar hitzeverträglich und sehr hitzefest ist die Sommerflieder auch. Dazu auch noch außerordentlich trockenheitsresistent. Weiter überzeugt die Sommerflieder mit ihrer rauchharten Eigenschaft und ihrer Stadtklimafestigkeit. Die Sommerflieder ist ungiftig bis nur schwach giftig. Gepflanzt wird die Sommerflieder, die Baudelaire, im Frühjahr oder Sommer. Im Herbst ist es auch noch möglich, jedoch benötigt sie dann einen Winterschutz, der da unvermeidbar ist. Es wird eine Pflanze pro Quadratmeter gepflanzt. Ein Abstand von 1,5 Metern ist empfehlenswert. Frisch gepflanzte und Jungpflanzen sollten regelmäßig gewässert werden. Ältere Exemplare dagegen nur bei längerer Trockenheit. Hier wird ein kalkhaltiges Wasser sogar erwartet. Gewässert wird bei der Sommerflieder zwischen Mai und September. Kübelpflanzen sollten jedoch häufiger gewässert werden, ebenfalls auch hier Staunässe vermeiden. Beim Düngen sollte beachtet werden, dass Stickstoff weniger, Phosphor jedoch ausreichend gedüngt werden sollte. Das Düngemittel mit dem Gießwasser verabreichen. Das heißt, erst gründlich wässern, dann mit dem Gießwasser düngen. Dies dient zum Schutz der Wurzeln. Im Frühjahr kann aber auch ein Langzeitdünger eingesetzt werden. Für den restlichen Dünger gilt der Zeitraum von April bis August. Der Sommerflieder gilt allgemein als schnittverträglich. Er verträgt sogar mutige Rückschnitte, zudem sind Rückschnitte auf 30 bis 50 cm empfehlenswert. Entfernt werden überaltete, kranke, erfrorene und sowie alle dünnen und nach innen wachsenden Triebe. Beim gesunden Trieben, die zurückgeschnitten werden, sollten zum Schluss noch 2 Blattknospen stehen gelassen werden. Der Schnitt sollte bis zum April erfolgen. Dabei muss es frostfrei und nicht sonnig sein. Durch den Schnitt werden Größe und die Fülle an Blüten gefördert. Ein kräftiger Rückschnitt fördert den kompakteren Zuwachs. Kräftige Langtriebe treiben nach tiefem Rückschnitt aus. Um komplette Sträucher zu erhalten, muss der Sommerflieder auf Stock gesetzt werden. Das sind die schon genannten 30 bis 50 cm. Wird das nicht ab und an getan, neigt der Sommerflieder zu verkahlen. Um eine Form zu erhalten oder auch in Form zu halten, erfordert es den entsprechenden Schnitt, den Formschnitt. Wird die Baudelaire blühfaul, ist der kräftige Rückschnitt vonnöten, der dann im Frühling angesetzt werden sollte, im Zeitraum des Austriebes der neuen Blätter. Der Sommerflieder ist auf wiederkehrende Störungen angewiesen, in diesem Fall ist es der Rückschnitt.
Behalte noch eine Sache im Hinterkopf. Ein späterer Schnitt hat auch eine spätere Blüte zur Folge. Mit etwas Mühe kann die Sommerflieder zum Hochstamm erzogen werden. Dies verleitet einen gewissen Überraschungseffekt, muss aber nicht unbedingt gemacht werden, ist nur für jemanden, der Mühe und Zeit in seinen Sommerflieder investieren möchte. Was noch erwähnt werden sollte, ist, dass ein jährlicher Schnitt die Größe des Strauches fördert und vor allem den Blütenreichtum. Verwendung findet sie als Solitär, an Bahndämmen, an Straßen, in Flussschotter, als Kübelpflanzung in Klein- und Vorgärten, als Schmetterlingsmagnet und auf Ödflächen in Stadtflächen. Goldgelbe Rosen als Begleitbepflanzung ergibt mit der Buddleia ein stimmiges Bild. Die Sommerflieder wird selten von Krankheiten und Schädlingen befallen, weil sie robust ist. Sollte es einmal doch geschehen, dann leidet sie in feuchten Sommern am falschen Mehltau. Gelegentlich treten gelbe Flecken auf oder die Schmalblättrigkeit, die durch einen Virus verursacht wird. Die Blätter weisen eine Kräuselung auf. Auch Schädlinge treten ab und an auf, wie die grüne Wanze, die das Blatt befällt, oder Spinnmilben, die an warmen und lufttrockenen Standorten vermehrt auftreten. Zum Schluss noch drei Dinge, die wissenswert sind. Der Vorteil ist, es gibt keine Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Pflanzen. Der erste Nachteil ist, an Flüssen verdrängt die Sommerflieder einheimische Uferwuchs, wie zum Beispiel die Weiden. Ein weiterer Nachteil ist, dass sie nicht als Futterpflanze für Raupen eingesetzt werden kann, außer für die Achateule.